Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Barlog. Werkstoffe und Lösungen aus Kunststoff. Und Arburg. Wir sind da. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der PLAS-TV News. Wir berichten über Aktuelles aus der Kunststoffindustrie. Mein Name ist Guido Marschall. Deutscher Kunststoff- und Gummimaschinenbau erwartet Umsatzrückgang. Im Jahr 2018 erreichten die deutschen Kunststoff- und Gummimaschinenbauer ein Umsatzplus von 2% im Vergleich zum Vorjahr, verbuchten aber schon 1% weniger Aufträge. Im ersten Quartal 2019 ging es weiter bergab. Es zeigte sich ein Rückgang der Aufträge um 10%. Laut VDMA ist damit ein Wendepunkt in der rund 10-jährigen Boomphase erreicht. Der Fachverband rechnet für 2019 mit einem Umsatzminus von mindestens 10%. Der Abschwung resultiert vor allem aus dem kriselnden Automobilbau, dem Imageverlust der Kunststoffe und dem Handelskonflikt zwischen den USA und China. Neue Rekordmenge beim PVC-Recycling in Europa. Anlässlich des Vinyl Plus Nachhaltigkeitsforums 2019 in Prag stellte die Branche ihre jüngsten Erfolge zur Steigerung der Nachhaltigkeit von PVC vor. Vinyl Plus, die freiwillige Selbstverpflichtung der europäischen PVC-Branche zur nachhaltigen Entwicklung, hat im vergangenen Jahr rund 740.000 Tonnen PVC recycelt. Das entspricht einer Steigerung von über 15% gegenüber dem Vorjahr. Wittmann-Battenfeld erhält Auszeichnung. Auf der diesjährigen Plastpol konnte Wittmann-Battenfeld eine unabhängige Jury von den Vorteilen seines Condition-Monitoring-Systems für den Einsatz in Kunststoffspritzgießmaschinen überzeugen. Dabei handelt es sich um ein Sensorsystem zur Zustandsüberwachung der Maschinen. Bereits seit Jahren bei Großanlagen im Einsatz wird es nun durch die Fortschritte bei der Sensortechnik und die zunehmende Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeitsdatennetzen auch für Spritzgießmaschinen interessant. Arburg gewinnt People's Choice Award. An der US-amerikanischen Leitmesse für additive Fertigung Rapid and TCT nahmen Ende Mai über 400 Aussteller und rund 7000 Fachbesucher teil. Am letzten Messetag wurde Arburg mit dem begehrten People's Choice Award ausgezeichnet. Der deutsche Maschinenbauer war in Detroit mit einem rund 150 Quadratmeter großen Stand präsent. Das Publikum war von den zwei Freeformer-Exponaten und interaktiven Stationen überzeugt und wählte Arburg zu einem der drei besten Aussteller. Engel ernennt neuen Bereichsleiter. Mit Michael Traxler ernennt die Firma Engel einen neuen Leiter für den Bereich Mold Technology. Er wird gemeinsam mit seinem Team die Beratungsleistung international weiter ausbauen und damit das Systemgeschäft des Spritzgießmaschinenbauers weltweit stärken, wie das Unternehmen aus dem österreichischen Schwertberg mitteilte. Ford verwendet Teppiche aus recyceltem Kunststoff. Durch die Nutzung von recyceltem Kunststoff hat der Autohersteller Ford eine Möglichkeit gefunden, Millionen von Plastikflaschen in den Produktkreislauf zurückzuführen. So bestehen die Teppiche eines jeden Ford EcoSport aus insgesamt 470 Plastikflaschen. Seit seiner Einführung im Jahre 2012 wurden mehr als 650 Millionen Halbliter Plastikflaschen mit einem geschätzten Gesamtgewicht von über 8000 Tonnen in dieser Modellreihe wiederverwertet. Das waren die PLAS-TV News für dieses Mal. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.